alles, glaube ich, richtig gemacht. Mal gucken. Vielleicht wird der Blaue ja noch ein paar Orks los. Ja, Trolle, der hat ja eigentlich mehr Trolle ausgebildet als Orks. Oh, er greift mich an. Nein, nein, du überlebst, du überlebst, du überlebst, du überlebst, du überlebst. Er überlebt. Oh, Level up. Boah, jetzt weiß ich gar nicht. Nimm mal Weidmann oder Waldläufer. Der Weidmann hat Schießkunst. Der Wald. Ja, gut. Eigentlich der Weidmann. Der Waldläufer ist halt eher so, ja, für den Wald halt gedacht. So viel Schaden macht er gar nicht. Wobei ich Waldläufer lieber mag, muss ich dazu sagen. Aber es wäre klüger, wenn ich einen Waldmann nehmen würde. So, jetzt kommt Magie zum Einsatz hier. Oh, gegen Trolle scheint es zu helfen. Muss da noch seine Magie aber wegen beschützen hier, sonst wird es nichts. Magier ist tot. Du musst die halt beschützen, die sind nicht sehr gut im Nahkampf. Neun Schaden nur, krass. Ist ja richtiger Krieg hier. Ich glaube, so eine Schlachtszene hatten wir bis jetzt noch nicht so wirklich gehabt, oder? Nee, kann ich mich echt nicht erinnern. Auch bei unserer ersten Kampagne war das beim letzten Szenario nicht wirklich ein derartiger Krieg. Da komme ich jetzt aber nicht durch, oder? Am Nachmittag traf eine weitere vorgelagerte Division der Streitkräfte Vesnovs ein. Was? Ah, zum Glück bin ich jetzt dran. Ich muss weg. Wie komme ich weg? So komme ich weg. Das ist aber nicht so schön. Ich bin ja voll in der falschen Stelle hier. Boah, nee, ich komme da nicht wirklich so durch. Nee, Schwarz gehört ihm eine Dörfer behalten. Lass ich die mal behalten. Boah. Nee, so richtig durch komme ich da nicht. Komm da nicht auf den Berg? Nee, komm da nicht. Mist. Ey, lasst mich durch das Tor. Ich gehe mal in die Richtung ein bisschen. Vielleicht kann man da auch noch ein paar Dörfer erobern. Vom Gegner am besten. Ja, nur vom Gegner natürlich, ne? Ist ja klar. Einsamer Wilddieb. So. Minus 45 Gold, das ist auch ganz schön. Ach stimmt, die heilen ja diese weißen Magier. Nein, nein. Nein. Ach nö, Mann. Ja gut, dass er jetzt den angreift. Das finde ich nicht so schlimm. Aber ich bin jetzt ein
Also ich gebe jetzt ein ganz schön gutes Ziel ab, denke ich. Ach nee. Ja nee, komm schon. Wann ist denn Nacht? 14 Schaden. Aber ich habe trotzdem irgendwie so das Gefühl, dass ich das ziemlich schnell schaffe. Der fokussiert sich wirklich zum größten Teil nur auf diese Trolle. Nee, jetzt nicht mehr. Nein! Ordo, du musst überleben. Ach, die gibt's ja auch noch. Hinterhalt! Das bringt irgendwie nichts, da greift den trotzdem an. Ach du meine Güte. Au, 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 au. Orks, Trolle, macht mal ein wenig was. Ja, bring den Leibgardisten um. Den Leibgardisten, nicht den Pickenträger. Ja, als ob das jetzt viel bringen würde. Genau, richtig. Leibgardisten sind am schlimmsten. Nicht die Trolle. Das finde ich gut. Ein Treffer noch, perfekt. Ja. Ey, wie der mir helfen kann. Perfekt. Seht euch das mal an. So, ja, da kann man ja richtig schön ein... Oh. Nee, komm. Warte. Nee, das ist ein Gegner. Egal. Ich bin innerhalb des Turms. Ich steige jetzt in die Katakomben hinab. Gebt mir Deckung. Nach ungefähr einer Stunde. Es ist getan. Ja. Okay, dann ist es halt getan. Jetzt wird's auch abends. Jetzt machen wir noch ein wenig Schießkunst hier. Ja, naja. Ja, doch, greife ich von da aus an. Nächstes Level ab. Huch, jetzt habe ich ein Wa- Ist egal. Abwechslungsreich. Du schnappst dir die gegnerischen Dörfer, wobei das jetzt eigentlich nicht mehr so furchtbar notwendig wäre. Ja, ich mische mich mal auch im Kampf ein wenig ein. Da ist fertig. Dann... Ja, kann ich irgendwas noch gegen den... machen? Gegen diesen Langbogenschützen da? Nicht wirklich. Ich habe nicht die richtigen Einheiten für den. Ja, machen wir mal mit Bogen. Versuchen wir es mal. Ach, das war schlecht. Naja, okay. Passt schon. Ich bin innerhalb des Turms. Ich steige jetzt in die Katakomben hinab. Gebt mir Deckung. Nach ungefähr einer Stunde. Es ist getan. Ja. So. Ach ja, stimmt. Pickenträger sind ja aus irgendeinem Grund gegen Stichwaffenresistente. Setzen wir den Vakanten hier ein. Wildieb nicht vergessen. Ach, da ist ja noch einer. Da gehen wir nach vorne. So. Was sagt Domel dazu? Wo ist denn überhaupt? Da hinten ist er. Ach, das sagt nicht viel dazu.
Oh, noch ein Leibgardist. Krass. Ey, da beschützt er das, die Katakomben. Was soll denn das? Ich glaube, mein Mariel, der steht ganz schön gut hier. Ey, der hat mir mein Dorf weggenommen. Was soll denn das? Wer ist denn jetzt dran? Grün. Die Orks also. Okay. Ha, schau fertig. Wir haben schon einige verloren, würde ich mal sagen. Verlieren gleich den nächsten. Ey, wieso kämpfst du gegen den weißen Magier? Warum denn den Schwertkämpfer? Ach so, naja, dann. Ich glaube, der wird nicht das Dorf erobern, sondern in die Katakomben steigen. Ich denke, das wäre das Klügste. Ja, warum eigentlich nicht? Ich bin innerhalb des Turms. Ich steige jetzt in die Katakomben hinab. Gebt mir Deckung. Nach ungefähr einer Stunde ist das getan. Genau. So. Dann... Der Weidmann, der macht... Der wartet ab. Nee, Quatsch. Der hier macht den sogar. Mit einem Dolch. Sehr gut. Und meine Sträuche greifen den Langbogenschützen an. Ich versuche mir den Weidmann und die Waldläufer, den versuche mir mal ein wenig aufzuheben. Genau hierfür. 11 Schaden sogar steht da drauf. Krass. Waldläufer, du machst den Rest. Boah, perfekt. Das läuft richtig. Dumme, du wirst jetzt kaputt kauen. Kannst auch nichts dagegen machen. Ha! Eure Schreckensherrschaft ist vorbei, General. Ihr werdet Ashavir niemals überwinden. Ihre Macht ist zu groß. Dieser kleine Sieg heute ist nichts als eine Galgenfrist für die unvorstellbaren Schmerzen, die ihr erleiden werdet, wenn ihr Zorn eures schlussendlich... Was? Den ihr erleiden werdet, wenn ihr Zorn euch schlussendlich einholt. Also wenn ihr... Naja, okay. Mir egal. Kleiner Sieg. Pah, nun werden wir diese Festung dem Erdboden gleich machen, aus dem sie einst entstand. Genau. Genau das wollte ich auch sagen. Ja, was machen wir jetzt eigentlich? Schick mal noch ein paar Vaganten hin. Den da vielleicht noch. Ich kann ja eigentlich ein wenig abchillen. Es gibt nicht wirklich viel zu machen. Dummel ist jetzt eigentlich schon weg. Ich gehe jetzt halt irgendwo hin, ein wenig. Ja, ja. Einfach irgendwo hin. Ey, nicht die Schurkin angreifen. Die steht jetzt voll alleine da. Das finde ich ein wenig blöd. Die hat sich ziemlich gut gemacht. Die hat einige Leute besiegt. Immer gehen die Guten drauf. Das ist aber echt so bei Vesnoth. Wenn man dann einmal nicht aufpasst, Gegner weiß ganz genau, welche Einheiten dir wichtig sind. Ja, zum Glück kann ich gut ausweichen. Ach du meine Güte, ist voll eingesperrt. Ich glaube, ich sollte ihr helfen. Ich glaube, ich werde ihr helfen. Das kann man ja noch machen in der Zeit. Ach nee, die braucht Attentäterin. Boah, eine Attentäterin. Cool. Trotzdem muss ich ihr helfen. Kann die nicht? Stimmt, Plänklerfähigkeit. Die kann sich ja, die Plänklerfähigkeit ist, dass die Kontrollzonen der... Wie war das nochmal? Dass man die Kontrollzonen der gegnerischen Einheiten überwinden kann. Wenn du dich neben einer Einheit platzierst, kannst du ja nochmal ausweichen. Bleibst du da stecken. Aber...
Deswegen müssen die auch immer so um eine Einheit herum. Aber das gilt für Plänkler nicht. Die sind halt beweglicher, sag ich jetzt einmal. Das trifft's ganz gut. Ja gut. Ich bin innerhalb des Turms. Ich steige jetzt in die Katakomben hinab. Gebt mir Deckung. Nach ungefähr einer Stunde. Es ist getan. Diese Festung Hallstead begann zu beben. Die Festung hat begonnen zusammenzubrechen. Flieht! Ja, aber wohin denn? Ja, dich machen wir erstmal weg. Wir müssen durch die Gegner fliehen. Wir müssen die Attentäter denn retten. Ja, nee, du hast eigentlich auch schon ziemlich viel erreicht. Nee. Greif den Leibgardisten mal an. So, jetzt mal schnell abhauen hier. Ja. Ja, gibt nicht viel. So. Was macht der Rest hier von den Leuten? Ey, nicht drauf... Er ist weg. Nein. Jemand anderes musste sein Leben lassen. Sehr gut. Hat jetzt echt 16 Schaden gemacht? Gelt ich als Verbündeter etwa auch dafür, dass der hinterlistige Angriff funktioniert? Der Backstab-Angriff. Ja. Na gut. Es bebt weiterhin. Ich denke, es funktioniert. Alle verlassen die Festung. Jetzt! Die Festung ist verlassen. Brauche ich mir keine Sorgen mehr machen. Ja gut, jetzt muss man dem Steckenskrieger hier mit Stichwaffen beikommen. Das ist natürlich alles andere als von Vorteil. Bis auf dich, dich greife ich mit der Schleuder an. Trotzdem noch hole ich mir ein paar Dörfler. Ja, es gibt nicht viel zu machen, das war's schon. Mit einem donnernden Erdstoß und Wogen von Staub krachten tausende Tonnen von Holz und Stein in sich zusammen. Ein Teil rutschte seitlich den Abhang herunter, doch das meiste verschwand tief unter der Erdoberfläche ins Innere des ausgehöhlten Berges. Niemand innerhalb der Festung konnte dies überlebt haben. Boah, schaut aber cool aus. Ah. Na gut, Szenario beendet. Der Rest des Kampfes war verschwommen. Der Schock dessen, was stattgefunden hatte, lähmte jeden. Baldras und seine Männer flohen im Schutz der Nacht aus den westlichen Ebenen Vesnos. Das Drama der Zerstörung Hallsteads beherrschte ihre Gedanken auf ihrem Weg Richtung Norden nach Elensifar und die Erinnerung verging nur langsam. Die Reiter von Elensifar verfolgten die Reste der orkischen Armee und trieben sie zurück über den großen Fluss. Dann verteilten sie sich übers Land und man hörte nichts mehr von ihnen. Damals, als er davon hörte, hielt Baldras dies für wunderlich. Als der Hauptteil von Ashavias Armee die Ruinen von Hallstead erreichte, passierten seltsame Dinge. Des Nächtens verschwanden Männer spurlos, von einigen fanden sich nur noch Stücke. Unerklärliche Zwischenfälle plagten die marschierenden Truppen. Soldaten fielen, wo sie eben noch standen, tot um, erschlagen von unsichtbaren Meuchelmördern. Angst vor einem untoten Gegner verbreitete sich unter den Soldaten. Das könnte ja der Helikrum gewesen sein, oder? Als die Armee von Vesnoth die Ruinen der mächtigen Festung Hallstead fand, war es um die Disziplin geschehen. Die Ruine zusammen mit den unsichtbaren Heimsuchungen überzeugte Ashavirs Befehlshaber davon, dass das gesamte Gebiet verflucht sei. Er zog sich geschwind in die früheren Grenzen zurück und errichtete eine starke Verteidigung gen Westen. Sperrzone, okay. Baldras hatte gerade den großen Fluss überquert, als ihm Gerüchte über diese nächtlichen Schattenwesen zugetragen wurden, die auch durch seine Reihen schlüpften. Mit bitterem Lachen erkannte er, dass Fürst Maddox' Männer ihm nun die Taktiken schmecken ließ, die auch er im Widerstand genutzt hatte. Die Bauern, die zu Geächteten wurden, erreichten schließlich Dalbin.
Es war komplett niedergebrannt. In aufkeimender Angst rannten sie durch den Wald nach Veldün, doch es war zu spät. Jedoch fanden sie hier einen Hinweis darauf, was passiert war. Auf einer rußgeschwärzten Nachricht angenagelt an einem verkohlten Pfahl stand: Baldras, du wärest stolz gewesen. Wir haben ihnen die Hölle heiß gemacht. Aber es war am Ende nicht genug. Ja. Wir flohen wie Verbrecher in der Nacht, aber wir stellten sicher, dass uns niemand mehr belästigen würde. Wenn du uns finden möchtest, gehe nach Südwesten. Wenn du die Grenze des Landes erreicht hast, geh einfach weiter. Wir sehen uns auf den drei Schwestern, alter Freund, Relena. Ende. Wow! Jetzt ist nun schon die dritte Kampagne beendet worden, Freiheit, und es war einfach köstlich, diese Kampagne. Die war richtig gut, hat mir wunderbar gefallen. Kann man echt nicht meckern. Fesselnde Story. Unterschiedliche Kampagnen. Auch bei dem einen, bei Karkün. Auch mal ein bisschen Abwechslung, dass man von A nach B rennen muss, ohne gesehen zu werden. Verschiedenste Verbündete und Gegner. Aber doch irgendwie war das in sich schlüssig, zum größten Teil. Also mir würde jetzt auf der Stelle nicht einfallen, was irgendwie keinen Sinn ergeben würde. Boah, was soll man dazu noch sagen? Schöne Karten habe ich hoffentlich schon gesagt, weiß ich nicht. Mir haben auch die Einheiten gut gefallen. War einfach gut. Kann man nicht meckern. Tja, was soll ich dazu noch großartig sagen? Es hat mir einfach gut gefallen. Und wir werden uns das definitiv das nächste Mal wiedersehen bei einer neuen Kampagne. Bis dahin, adios!